So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Baldur's Gate 3. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen für die, die ganz gemütlich alle Folgen durchschauen wollen. Nach und nach. Also, wir sind hier noch unten bei der Gilde. Und die Gilde, wir gehen mal schnell zum Lager. Die Gilde wollte nämlich, dass wir die Druiden-Lady da noch vorbei. Also, lassen wir mal schnell Carla hier. Und nehmen Yara mit. All's well that ends. What's on your mind? A copper for your front, Bulia. Really? Really? Yeah, really, really, really. Oh, fine. Yeah, sorry. So, dann nehmen wir dich mit. Weil in der letzten Folge meinte die Neunfinger noch. That pointy-headed old fart talks too much. But he has also moved mountains, walked between planes, and dragged himself back from death a dozen times. If he still believes in Gale, the boy should not be overly concerned what his lady love thinks. Goddess or no. Super, ihr vom Treffen mit Neunfinger berichten. Ah. I know what she speaks of. I need information from her. And a pardon from you. For I have not been overly generous with the truth. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Balduria, es gibt keinen lebendigen Baldur, der diesen Namen nicht kennt. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We've fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Was ist passiert? Before we ever heard of this Absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Tut mir leid, dass du eine grausame Entscheidung treffen musst. Das ist immer schwierig. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Also du glaubst, er lebt noch. Gut, dann suchen wir ihn. As simply as that? For no other reason than that I asked? Dann ist Ralf helfen. Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. Ninefingers Keen controls the guild, which in turn controls every criminal racket from Heapside to the High Hall. Nothing happens in this city that she doesn't hear of, sooner or later. How hospitable she will be to a harper that comes begging to her guild hall. Huh, we will find out. Perhaps I will let you do the talking. Vielleicht besser. Komm mit. As you wish. Ich will sie gar nicht upgraden. Ich will eigentlich nur schnell zurück, damit ich weiß, was Sache ist. Hmm.
Also gut, doch machen wir es mit 10 HP. Naja, auf die schnelle Basis aber, Schatz, ja? Also, die schnelle Dings bedeutet, wir machen einfach das hier. Super. Auf zum nächsten. Ja, weniger Anzeigen, mehr machen. Arkanisch, Küste, Wüste, Grasland, Wald. Steinhaupt, ja, passt. Super. Das nächste. Und weiter geht's. Göttliche Führung läuft bei uns. Attributsverbesserung gibt einmal Weisheit und... keine Ahnung. Konstitution. Wundervoll, weiter geht's. Zirkel des Landes. Was könnt ihr machen? Grasland. Da haben wir Hast. Wunderbar, super. Dankeschön, weiter geht's. Okay. Die wichtigen Zauber sind ausgewählt. Super, weiter geht's. Zirkel des Landes. Gebirge haben wir noch nicht. Dankeschön, weiter geht's. Und noch immer nicht gekauft. Talente. Was haben wir noch? Was haben wir nicht? Wir machen sie zäh. Mehr Lebenspunkte. Let's go. Dankeschön. Weiter geht's. Zirkel des Landes. Keine Ahnung. Sumpf. Superschön. Weiter geht's. Dankeschön. Einmal Zaubertrick. Machen wir Resistenz. Super toll. Was haben wir hier? Ansteckung. Naja, das ist alles giftig. Super. Einmal weiter. Zack. Fertig. Und weiter geht's. Dankeschön. Das war's auch schon. Stufe 12. Einmal Talente. Glückspilz. Nee, das machen wir nicht. Stürmer. Wachsam. Wachsam ist gut. Dankeschön. Weiter geht's. Stufe 4. Hab voll den Überblick verloren. Wo du bist. Was? Also nein, sie ist... Ich hab sie neu dabei. Weil wir sie gerade brauchen, weil sie hier rein muss. Da rede. So. Dann reden wir noch mal mit neuen Fingern. Jetzt ist die Haare dabei. You owe me a gold piece, Grandmother. When I heard you died out in the wilderness, I made an offering at Kellenvor's well. Of gold? Oh, I did not know I meant so much to you, Guildmaster. No, I'm terribly sentimental. Case in point, I've just let a harper walk through my guild hall, noticeably unholed. Because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. Nun, ihr wisst ja schon, dass ich ein Freund von Hera bin, ja? How nice. You won't find many of those in my guild hall. We won't tax your hospitality too long, Nine Fingers. I'm searching for Minsk of Rashomon. A big name, that. Such information does not come cheap, High Harper. Not in normal times. Of course. Seeing as these are not normal times, and we're all such good friends, I'll do better than tell you where he is. I'm bringing him here as we speak. Or parts of him, at least. I gave no orders about the condition of his corpse. What treachery is this, Nine Fingers? Have you thrown in with the Absolute too? Against my own city? Careful. You're in very real danger of hurting my feelings. It's Minsk who's found his faith with Faerun's newest god. And a new name with it. The Stone Lord. Wise. Der Sternfürst, der neue Bandenchef, den eure Leute so fürchten. Exactly the one. Guild crews may be prone to exaggeration, but... not in this case. In his short reign, the Stone Lord and his crew have earned a reputation. Pure brutality. No survivors. And where he mows my people down, this ripe little cult takes root. But not for much longer. We have word on where he plans to hit next. And he'll find us ready to hit back this time. Nine Fingers. Estelle. Call off your ambush. Tell us where he is, and we'll handle this. We? I see no harpers, Jahira. I'm sorry, but this fight's too big for you alone. Sie ist nicht alleine, sie hat mich.
If you're half the friend you're posing as, you'll tell her that her part in this is done. The Stone Lord's fate is sealed. We have a bigger war to fight. I'd rather turn our talk to that, but if you need a moment, Jahira, well, you've earned that much. My guild hall is open to you. Have a drink, Jahira. Have a rest. Just leave well enough alone. It would be a shame for the city to lose two of its heroes in one day. There's little point in pressing Nine Fingers further. She means what she says. But we swore no vows. She won't tell us where to find Minsk. Someone else in her guild hall will. We need to be swift. Okay, and wo sollen wir anfangen? I suppose we must greet the local wildlife. Guild hall is awash with ale-scented gossip at the best of times. These days, they have nothing but the Stone Lord to talk about. Okay. Okay. Wir behalten sie noch ein bisschen bei uns, weil sie ja wohl offensichtlich... Also gut, ich meine, wir haben jetzt diese Quest reingeschaltet. Ich versuche sie noch zu überzeugen. Keep the Harper out of trouble. Just because I don't want to kill her, doesn't mean I won't. Beyond that, be welcome. Be merry. Is there something you require of a humble guildmaster? Wir müssen noch über Minsk sprechen. Pfeift euren Hinterhalt zurück. No begging. Not even a snotty little please. It's almost like you don't know who you're talking to. The order's been given. It's done. So I hope you know another tune, because I am getting bored of this one. Gut, dann machen wir, suchen wir den Hinterhalt und töten den Hinterhalt, würde ich meinen. Ich will mal sagen, dass er viel weiß. What are you having? Gerüchte? Around here, silence is golden, mate. Best remember. Dann suchen wir mal jemanden Betrunkenen, mit dem wir reden können, ne? Vielleicht hat Moll was gehört. Die hat ihre Ohren überall. Ready to do some business? Klar, zeigen wir, was du hast. Okay, ich habe dir viel Schwachgedöns, Gezeugs und Blödsinn verkauft. Kleidung von Schattenherze, das braucht sie nicht mehr. Hey. Achso, ich muss es hier rüberziehen. Den verlorenen Hosen. Das hat mir aufgespart für den anderen Dude. Wirbel auch. Hatte ich nicht noch was Bronzezeugs mitgenommen? Okay. Großschwert. Warum haben wir ein Großschwert, das leuchtet? Oh, ich hätte dir eine Nachtspähe noch gegeben. Ne? Leitest du die Gilde hier? We work for Fetcher, handling what you might call pre-owned goods. Talk to Sticky. He'll cut you a deal. Let's go. Buktar, mit dem hatten wir in der letzten Folge noch zu tun. Still alive. So that's progress. You are not known to me. For supplies, seek the bugbear. To trade trinkets, the Fetcher's brats. I am Buktar, duly elected guild bursar. And I will not have my time wasted. Oh, is that what Nine Fingers was doing earlier? Wasting guild time with this Stone Lord business? You might say so. I could not possibly comment. I sense there is no love lost between the two of you. I need not love to serve. You have a point you wish to make? Je schneller ich mich für um den Steinfürst kümmere, desto schneller ist Neunfinger wieder im Geschäft.
I have not come so far by indulging in petty disputes. But I am open to transactions of mutual benefit. I am interested in gaining access to vaults beneath the counting house. I'd pay well for keys to those vaults. Provided said vaults are not emptied prematurely, of course. I suspect that what you seek might also be found beneath the counting house. I tell you this only as a matter of mutual interest. She plans to ambush Minsk at the counting house. But what the hell would he want there? What you do with that information is a matter for yourself. Now, back to the vault keys. Do we have business to conduct? Lorcans Schlüssel geben ist, glaube ich, der Schlüssel vom unteren Bereich von der Zauberabteilung. Ist das richtig? Da haben wir schon alles mitgenommen. Aber ich weiß nicht, welchen Schaden ich anrichte, wenn ein Dieb da unten rein kann. Nein, ich habe leider keinen. Until you do, then. Ich habe nicht das Gefühl, dass das klug ist. Der Gildenschatzmeister Ukta hat enthüllt, dass Neunfinger Minsk im Kordaistan überfallen will. Wir müssen vorher da eintreffen, ja. Wenn das stimmt. Sie? Nein. Ja, doch, da. Haben wir hier noch? Das ist der Palast. Ja gut, im Grunde genommen... Okay, dann gehen wir raus. Das ist alles, was wir brauchen an Info, oder? No one stopped me yet. Go, go. Die ist echt scheiße ausgestattet. Hier ist das. Okay. Nee, doch, den Schlüssel davon, das ist was anderes, glaube ich. Wir sind schon mal hier so von der Seite rein. Von vorne konnten wir nicht. Das wird nämlich bewacht. Das ist ein bewachtes Areal. Wir gehen den gleichen Weg noch einmal. Wir haben ja auch noch die Loge. Ich werde ein Problem haben, weil ein Teil unserer Truppe nicht mit kann. So, da ist Dunkelheit jetzt gewesen. Irgendwie. Das ist gefährlich hier. Warum macht er das die ganze Zeit? Nicht, weißt du. Und wo haben wir Holz hin verloren? Hier hinten natürlich, Alter. Ich habe ihn extra weiteres Springen gegeben. Also das ist etwas, das müssen sie wirklich noch patchen. Das ist sehr, 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 ich finde es sehr, 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 sehr anstrengend.
Und ich gebe ihm extra weiteres Springen und danach muss ich wieder zurück und wieder hin und wieder zurück und wieder hin. Jetzt hier macht alle noch mal blind. Rüber. Still breathing, despite everything. Bin ich nicht mehr blind. Bin ich hier jemals hoch? Moment mal schnell. Ich glaube, ich bin hier nie hoch. Wir sind nur schnell durch. Ich will mir schnell einen Überblick verschaffen. Okay, da sind verdammt viele Wachen. Runter. Ich wollte nur kurz gucken, ob ich irgendwas oben finde, was wir vielleicht brauchen können. Ist das wirklich der smarteste Weg? Weiß nicht, ob es der smarteste Weg ist. Ich hab jetzt meine Zweifel. Wir schauen uns trotzdem die ganze Sache noch von vorne an. Kann mein Vogel weiterspringen. Wunderbar. Die ganzen Waldkreaturen sind noch super weit hinten. Die kommen hier nämlich nicht rüber. So. Ich werde dieses Mal blind gemacht von meinem eigenen Vogel. Übergeil. So, also, wir können hier raus. Ich will trotzdem schnell von vorne gucken. Vielleicht macht es gar nicht so viel Sinn, hinten rum zu gehen, wenn wir vorne rum könnten. Und ich überlege gerade, wenn ich die andere noch mitnehmen will, dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich schnell von hier gehen. Komm, wir laufen einfach nochmal schnell zusammen. Dann sind wir wenigstens alle beisammen. Ach nö, die anderen sind hier hinten noch, ne? Die Waldkreaturen können halt nicht springen, deswegen können sie nicht mit. So, jetzt folgen sie uns. Also, wieder zurück. So, hier hin. Das heißt hier durch. Druide. Ist ein Druide? Hallo? I want to have a word. Behold. This tree is plagued by pestilence yet refuses to die. The goddess Shontia wishes me to save it. I can feel it. Okay. Keine Ahnung, ob ich was tun kann da. Ich für meinen Teil will jetzt aber zuerst mal die Mission machen. Sonst komme ich nie voran hier. Das heißt, wir gehen hier runter. Schauen wir mal. So, wo kann er noch hin?
Ehrlicher Kaufmann. So, hier durch. Tja. Oh! Macht die Geld? Have you seen what she's doing? Counting gold in front of a beggar. It's like eating bread in front of a starving child. Hier, nimm eine Handvoll Münzen. Thank you, sir. At least some people in this world know kindness. Ja, yeah, passen. Ich muss hier rein, Jungs, Mädels. Wenn es vorher speichert, hat nichts was Gutes zu bedeuten. Hallo? Coin made than gold your coffers. Okay. Achso, das ist eine Bank. Nee, die heißt ja auch Bankwächter. Macht ja eigentlich völlig Sinn. More unmarked drawers. You could at least. Captain needs to see your pass. Wo ist der Captain? Das ist der Captain. Account holders only from here. Vault pass? Ich habe keinen Pass, aber etwas Gold. This is the wealthiest banking house on the coast. God's ransom sitting under our feet. So if it's a bribe you're angling at, well, this I have to hear. Mein Pass wurde gestohlen, wirklich. Dies ist alles, was ich noch an Gold habe. 5000 Gold. Ihr missversteht mich, ich gehe. Feel free to come back with a vault pass. Ja, das heißt, wir müssen irgendwann schon einen scheiß Vault Pass kommen. Was, Entschuldigung? Benötige einen Tresorpass vom obersten Buchhalter Methonig. Wo ist Methonig? Mit Mistra müssen wir uns auch noch treffen, ne? Keine Ahnung, wo der sein soll. Wollen wir uns vorher noch mit Mistra treffen? Ich weiß, ich springe jetzt schon wieder zu einer anderen Quest, aber ich finde gerade die Stelle nicht, wo wir hin müssen. Sekretär, Sekretär. Oberster Buchhalter. Achso, der ist direkt um die Ecke. Welcome to the Counting House. I'm Head Clerk Mead, honey. How may the Fellowship of Financiers serve you? You seem a little nervous, sir, Mead, honey. Had some difficult customers today? One in particular calling himself the Stone Lord, perhaps. Warum habe ich sie mitgenommen? The what? All right, fine. The head banker may have just taken a customer by that name down to the vaults. Rather large, rather heavily armed, which is against regulations. But I'm sure the head banker knows what he is doing. I assure you, he does not. You are right to be nervous, but let us pass, and all will be well. Well, who is this Stone Lord to you? Ein Freund, ihr könntet da unten etwas Dummes anstellen, doch wir können euch helfen. Bonus und... Ja, wir arbeiten mit Vorteil. Obwohl, wäre wahrscheinlich nicht notwendig gewesen. Auf der anderen Seite, man weiß ja nie, ne? That would be most unusual. But then, so is our visitor. That he is. But don't worry. We can handle him. Very well. Show the guards this temporary vault pass. And should my superior ask, keep my name out of it.
Passt. Das reicht mir. Let's go. Vault pass. Hier. Right. Descend and know. Upon entering the vault, you forego the protection of city and church law alike. Which is to say, keep to your own vault and you'll be fine. Okay, da haben wir eine Doppeltür. Hier ist ein Haufen Nix. Wir klauen jetzt mal Nix, weil das sind verdammt viele Wachen. Scheiße, muss ich ganz runter? I guess, ne? Need to see your vault pass, please. Ja, hier. Da seid ihr. What's in order? Blessed day to you. What the fuck? Warum steht da seid ihr ja? Hab ich den. Oh mein Gott, die haben das mega. Okay, das ist hart gesaved hier, ne? Ich meine, macht absolut Sinn. Ich hatte schon, wir würden uns hier durchkämpfen. Auf geht's. Ich weiß, dass es nicht so gut ist, dass sie dabei ist, weil sie halt nicht so viel kann. Wir müssen sie theoretisch ausrüsten. Protokoll. Bloß Methonig. Nicht angemeldet, okay. Ist hier der Hinterhalt? Notiz. Please refrain from entering until a staff member has opened the way for you. For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Scheiße. Ja, offenbart uns, dass der Bankleiter vor kurzem mit jemandem Stangen. Der Steinfürst. Die Öffentlichkeit hat keine Zutritt. Ist zu betreten, benötigen wir einen Tesserpass im Oben. Das haben wir. Muss ich jetzt nochmal hochgehen, um danach zu fragen? Ich denke nicht, dass ich das jetzt hier so lösen kann und werde. Nachricht von Reinigungskraft. Von der Reinigungskraft. An das Reinigungspersonal. Für die Reinigung des Bodens vor der Hauptschatzkammer darf kein Wasser mehr verwendet werden. Setzt Taschenspielerei ein, wenn ihr dort putzen müsst. Wir können uns keine weiteren Blitzunfälle wegen nassen Druckplatten leisten. Es werden keine Vorwarnungen mehr ausgesprochen. Nur noch Kündigungen. Luris Methonig Bankleiter. Kein Wasser mehr verwendet werden. Setzt Taschenspielerei ein, wenn ihr dort putzen müsst. Jetzt keinen weiteren Blitz. Keine weiteren Blitzunfälle mehr. Muss ich doch knacken? Also, das ist ein großer Länderbrin. Blablabla, Schatzkammer. Ich sehe auf den ersten Blick hier auch nichts. Mal schnell auf der anderen Seite. Regeln für Kunden. Nähert euch keiner Schatzkammer außer eurer eigenen. Überprüft die Nummer der Schatzkammer, ehe ihr versucht, sie zu öffnen. Bittet Torwächter nicht um Hilfe beim Öffnen von Schlössern oder Türen oder beim Tragen von Wertgegenständen. Sie sind nur hier, um zu beobachten und die Sicherheit zu wahren. Kein Trinkgeld. Die folgende temporäre Anmerkung. Warnung. Nasser Boden. Kein Einsatz von Geräten, die durch Flaschenblitze angetrieben werden. Ja, also wir könnten den Boden einfach mal nass machen. Gucken, was passiert.
Hauptbuch. Ein Überblick über geschäftliche Angelegenheiten. Positiv. Gießerei der Stahlwache, Quelle fürs Gortash. Positiv Baldurs Ohr, Quelle fürs Gortash. Verstärktes Interesse am Zeitgeschehen. Gortash. Alles Gortash, nehmen wir mit. So, das hatte ich jetzt nicht richtig angeschaut hier, weil ich dachte, es sei doch mal das Gleiche. Warnung, nasser Boden, kein Einsatz von Geräten, die durchfließen. Okay. Ich nehme an, dass es zu einem Fehler kommt, wenn der Boden nass wird. Und ich bin jetzt zu ungeduldig, deswegen machen wir das jetzt einfach. Such authority. Ja. Schön. Let's get going. Das funktioniert, ne? Also. Wunderbar. Weiter geht's. Nächster Panzerknacker, ja. Nur in Dagobert Ducks Geldspeicher war ich noch nicht. War irgendwie ein zu einfach billiges Schloss, ja. Wir werden sehen. It's still moving. Hush your fussing. Nine Fingers had this one made especially. Hello, Malvolt. We'll barely slow it down. But the stories. Stories. Tall tales and big names, lad. Don't let them fool you. Elminster the Archmage. Drist the Drow Exile. Heroes have power, aye. But not half so much as we do. A little coin into the right purse. Of course. A soft word in the right ear. It's not glory that spins these planes, lad. It's gold. See? Now. It's cracked clay. Okay. There is no gold in here. If there is one thing Minsk hates more than beasts with bad breath. It is those who are tricksome with the truth. And turnips. But you are no turnip. Let that be of comfort in your final moments. Digga, what the fuck? Meet Minsk. He still seems very much himself to me. Ja, vor allem noch am Leben, das ist wichtig. Minsk. Jahira's acquaintance, I believe. Ja, deswegen sind wir hier. Gut, dass du aufgepasst hast. Warte, Jahira, es wirkt nicht, als könnte er zuhören. Ja, ich bin eben auch nicht ganz sicher, was gerade Sache ist. Aber gut, wir lassen es mal zu. You. Stone Lord. Ha! Better to call yourself Stonehead.
Your false face does not fool my eyes. I will cut until you look like the monster you truly are. Somehow, you are making even less sense than usual. Perhaps I can explain. Alles klar. Stone Lord sees through your lies, shapeshifter. Count yourself lucky he cannot stay. Nine fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold. And the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jahira. Slarning shape changers! Enough! Let us deal with these cultists, then find out where they are nesting. Also, die Bankwächter. Mimik. Wie immer. Also wir jumpen. Bis hierhin. Zum Streich. Nein. Um Hast zu verleihen. Also gut. Damit haben wir ein bisschen mehr Reichweite. Und einen zusätzlichen Schlag vor allem. Das scheint zu reichen, ne? Uff. Was ist denn passiert? Wer greift wo wen an? Ah, die sind hinter mir hier. Hab ich aber gar nicht gesehen. Warum wurde er jetzt? Das habe ich nicht gecheckt. Er hatte doch noch einen Angriff. Ich kann nicht in den Nahkampf, weil er steht noch im Weg. Also wir machen mal schnell Folgendes. Ich mache ein paar Schritte auf die Seite. Wir schießen einmal mit dem... Ja, super. Dann halt nochmal. Sehr gut. Dann stechen die noch ab. Geht das? Nein, meine Vögel sind im Weg oder was? Hier hin. Bonusaktion. Weg damit. Ja. Dann ist sie nämlich erledigt. Aber wo stehen denn überall noch? Ah, da ist auch noch mal einer, ne? Dieser verdammten Mörder. Ja, schwierig. Komme ich im Blitz bis da runter eigentlich? Also ich habe keine Slots mehr, wie immer. Wir laufen mal so weit, wie wir können. Das funktioniert leider auch nicht. So weit komme ich.
ich leider auch nicht. Ja, es sind viele Resistenzen, ne? Also dann warten wir halt. Das wird auch nicht ändern. Okay, die Bankwächter werden gerade hier. Genau, das ist das, was ich wollte. Das ist nicht so geil. Ah. Ist noch jemand? Ist unsicher? Da werden Steine geworfen. Super. Ja, wieder unsichtbar. I see. Also. Er war irgendwo hier unsichtbar, oder? Weil er hat von hier die Steine geworfen, ne? Also muss diesen Winkel haben. Das heißt, er steht etwa da. I can still move fast when I need to. Ja, die Bankwächter werden alle betäubt. Ich versuche die Bankwächter mal zu schützen, ja? Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt hier unten sind. Ich weiß, ich habe schon mal einen Bankwächter getötet, aber das war nicht Absicht. Ja, die sind unsichtbar hinter uns. Die sind hier in der Nähe. Du musst nicht wegrennen, du Narr. Alter Schwede. Was hast denn du? Was hat denn der getroffen? Wirklich raus komme ich hier jetzt auch nicht, ne? Also wir stecken hier ein bisschen fest, weil die alle hier oben dran stehen. Die da unten werden abgestochen. RIP, die Bankwächter, die next jetzt im Good Guy Run schützen. Das kriegen wir schon hin, jetzt halber nicht so. Furchtbar. Die hat schon mal viel Schaden erlitten. Komme ich eigentlich bis da runter? Nein, zu weit entfernt, ja. Scheiße. Hüter des Glaubens, kriegen wir den hier hin? Zu weit entfernt, auch. Und 20. Nicht genug Bewegungsreichweite, ja, selbstverständlich nicht. Okay, wir machen das anders. Flieg du hier hin? Soweit wie du halt kannst. So, jetzt können wir eine Bonusaktion machen. Jetzt fliegen wir tatsächlich hier hin. Weil wir die dann blenden, indem dass wir landen, ja? Genau. Und dann wird einfach mal gepickt. Einfach mal eingepickt, das geht. Gut. So, da sind die Bankwächter auch noch dran, ne? Warum habe ich hier verwenden? Was soll ich denn verwenden? Die Tür oder was? Achso, die Tür wird die ganze Zeit angewählt, ja, Jesus.
Ja, mach mal lenkendes Geschoss auf den. Sehr gut. Damit ist ein einfacheres Ziel. Wir bewegen uns mal schnell hier hin. Gib mir einmal Heilung. Soll es gut sein. Ihr werdet ja wohl hoffentlich was können, ne? Als Bankwächter. Sehr gut. Das hätten wir vielleicht zuerst machen sollen. Verlangsamt, ja, klar, okay. Weg damit. Nicht jetzt, Mann. Sie liegt auf dem Boden, völlig betäubt, blind, alles verstrickt und du verfehlst. Der Schlag brennt wunderbar. Also, suchen es trotzdem mal. Ich meine, 5 bis. Ja, ja, ich probier's mal. Mal gucken. Ha, nett. Okay, ein paar Schritte hier. Wahrscheinlich Schaden, aber. Also die ist ja noch... Warte, wer kommt eigentlich als nächstes dran? Der da unten. Ich könnte ihn erschießen. Wir kommen... Wir sind halt... Also, ne? Also gut, ich versuch's. Was heißt, die Weg ist unterbrochen? Stell dich hier hin, schieß runter. Distanz ist wurscht. Okay, das geht nicht. Die ab. Wenn mich offensichtlich geht. Nur falls am 1. Scheiße. So, ich versuche die noch rauszufordern. So, die ist jetzt erzwungen, ein Duell mit mir zu führen. Das heißt, wenn sie aufsteht, muss sie. Damit ist der Geschichte. Was macht der jetzt? Wir hätten vielleicht doch auf den gehen sollen, damit er das Leuchten kriegt, ne? Wenn der jetzt nochmal unsichtbar geht. Versuch's. Das hat wehgetan. Blöd, Mann. Cool. Natürliche Erholung. Das sind auch ein paar coole Sachen. Gut. Wir versuchen echt, diese Bankangestellten zu killen hier, ne? Wie viele Lebenspunkte hat die denn? Hey, muss die nicht mich herausfordern? Schön, Blumen. Töte ihn! Hey, das ist... Digga! Er schießt einfach auf meinen Feuermyrmidon. Das geht gar nicht. So mal, also überhaupt so gar nicht. Ist schon ziemlich stark. Ich versuch's doch nochmal mit einem lenkenden Geschoss. Kann man das anders?
Land hier nochmal schnell. Mach den nochmal blind beim Land. Schön. Ehrlich. Zu weit weg. Okay. Er ist der das ist der Bankangestellte, der als nächstes drankommt. Also komm weg mit dem. Ist verlangsamt. Das ist das Höchste, was er hinkriegt. Verdammte Axt. Wollen wir die gleich nochmal drankommt, oder? Die haben die Plätze getauscht. Smart. Jetzt hier aber nicht schützen, glaube ich. Ja, ich bin leider blind. Ziel ist außer Sichtweite. Meinen wir das halt einfach so? Weißt du, dass wir unseren eigenen treffen damit, was jetzt egal? Knüppel mal zu da. No! Still on my feet. Ich kann sie mit dem Bonus noch abstechen, ne? Ja, müsste gehen. Also, dann schießen wir hier runter. Das heißt, der Weg ist unterbrochen, Dude. In welcher Welt ist der Weg hier unterbrochen? Für was bin ich Bogenschütze? Ja, danke. Das ist der Falsche. Wir reden nicht drüber. You've made a grave mistake. Es war 0% mehr notwendig. Benachrichtigung über Verlust von Fracht. Brief wurde. Letzte Fastlieferung nicht eingetroffen. Keine Chance mehr. Okay, schmeißen wir mal schnell hier hin. These boots have seen everything. Always the same old song. Völliger Quatsch. Okay, viel näher komme ich nicht ran. On the hunt. Okay. Ja, schön. Oh Gott. Oh ja. Tja, wir stehen alle auf der gleichen Seite, hä? Spurt in meine Rabe. Ja, wir spurten auch mal schnell. Viel mehr lässt sich da nicht machen. So, ich mach das mal so, dass wir hier landen. Wenn sie blind wird, dann picken wir und picken wir und picken wir und picken wir. Super. Ja, wir sollten gleich mal mit dem. Dann vielleicht mal schnell mit dem Zwerg da unten reden. Scheinfürstrupp. Neuigkeiten zum Einsatz von Kontor. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass wir mit einem Hinterhalt rechnen müssen, sobald wir die Schatzkammer erreichen. Doch wie üblich unterschätzt die Guild uns. Wenn wir uns nur ausreichend gut koordinieren, sollten wir den Hinterhalt ohne Verluste abschütteln können. Der Steinfürst übernimmt das Kommando. Wenn ihr die Bankwächter rasch genug ausschaltet, könnt ihr noch Zeit bleiben, um weitere
Abhebungen vorzunehmen, ehe wir uns, also Abhebungen, zurückziehen, bringt alles zur Zisterne in der Kanalisation. Okay. Der wird reingelegt, ne? Ein Kultist in meiner Truhe. Das heißt, wir müssen in die Kanalisation runter. So, ich gönne mir mal hier schnell eine kurze Rast. Ich kann keep going a little longer now. Wunderbar. I need a quick word. You can tell Nine Fingers this was not my fault. She swore that mimic could swallow a bloody owlbear. Wait. You're no guild sworn. Who are you? Die Person, die gerade euer Leben gerettet hat, etwas Dankbarkeit wäre angebracht. Ja, versuchen wir es damit mal. Gratitude of the gold variety, I suppose you mean. Good luck with that. The Stone Lord just cleared our vaults. And now he has enough gold to make himself a lord in truth. And he wouldn't even know what to spend it on. It's the cult that needs that money. Why? You think anyone told me? Nine Fingers sent word the Stone Lord was going to try his luck on our vaults. So she told me to cooperate. Lure him in. Yes, sir, Stone Lord, sir. Shall we open the account in your name or the Absolute's? Just step this way to your special deposit box. Don't mind the teeth. No one mentioned he might have some old crone dropping in as backup. Crone? Look, I just mean to say, we both want him caught. If you've got your sights set on the Stone Lord, anyway. As chairman of the Fellowship of Financiers, I can assure you we'd reward you well for the return of the coin he took. Not for us, you understand. For the common Baldurian. Who knows what he's planning to do with it? Wie viel wurde gestohlen? Try all of it. Every penny of civilian lodgings, anyway. I mean, not like we'd lead him into the private vaults. But still, Lord Baldurian's waking up poor tomorrow. What he can do with that kind of coin, doesn't bear thinking about. Sagen wir, finden das Geld, was sagt ihr davon, wir behalten es? Naja, ja. Ich will den Typen finden, das Geld spielt keine Rolle. Good for you. I happen to care a very great deal. Retrieve the coin, and I'll make sure you are well rewarded. There's treasures greater than gold. Feel free to poke around this place and it'll help you pick up the Stone Lord's scent. Me, I've got ledgers to amend. Yeah. Tot oder lebendig? Die scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, um euch darauf hinzuweisen, dass ich mit der Bilanzunregelmäßigkeiten bei eurem letzten Gildenzahl, zehnten Zahlungen durchaus bewusst bin. Aber keine Sorge, ihr habt die Gelegenheit, das wieder gut zu machen. Wenn euch das gelingt, wird euch die Ehre vergönnt sein, als einziger Gildentrupp einen Überfall des Steinfürsten überlebt zu haben. Aber wenn ihr versagt, solltet ihr besser dafür sorgen, dass euch tötet, NF. Ja, nein, Finger. Just breathe. Breathe. And switch body jobs. Dann eine neue Arbeit suchen. Okay. Goldkelch, Silberkelch. Alles leer. Haben alles mitgenommen. Holy moly. Will ich das wirklich öffnen? Bezauberte Sicherheit. Einen Moment schnell. Wisst ihr was, wie ich versuch's.
Göttliche Führung, doppelte Chance. Habe ich überhaupt eine Chance? Ja, wir müssen eine 20 rollen, ne? Ich weiß nicht, ob wir Schaden kriegen, wenn die es verkacken. Wir brauchen keine 20. Also, naja, wenn der D4 halt gut gewürfelt, der 1 D4. Okay, er ist offen. Ich bin so freund, wir nehmen das mal zu. Wir könnten all die anderen Sachen auch plündern, aber weiß ich jetzt nicht. Achso. Witzebart, ihr werdet euch erinnern, dass ich einen wichtigen Ring zur Sicherung aufbewahren in eurer Schatzkammer deponiert habe. Womöglich habe ich ihn voreilig weggesperrt. Ich möchte ihn lieber in meiner Nähe aufbewahren. Ich werde morgen vorbeikommen und ihn abholen. Bitte trefft alle erforderlichen Vorkehrungen. Mit freundlichen und so weiter. Okay, ja, die arbeiten natürlich hier unten. In dem Bereich. Let's move. Let's move. Ich schau mal schnell hier, aber ich glaube, wir haben alle Informationen. Wir müssen in die Kanalisation. Ich nehme die Sachen mal mit. What's inside? Ganzen Schlüssel. So. Ich habe einfach gerne alle Schlüssel, okay? Sind, glaube ich, eh alles die gleichen Schlüssel. Mordaura? Aura des Mordes. Moment, mal schnell. Aura des Mordes. Aura des Mordes ist wieder weg. Ich weiß nicht, ob es buggt. Aber wir kriegen hier den... Vielleicht lebt da einer noch? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich knacke jetzt nicht jedes Dings, ne? Das machen wir jetzt nicht. Das hinten wollte ich knacken, weil ich dachte, da ist vielleicht noch was Nützliches drin für uns. Mitgenommen, aber den Rest lassen wir jetzt liegen. Wir müssen ja nicht unehrlich werden. So zwischendurch. Ja, der wesentliche Unterschied ist, die Sachen, die hier drin sind, sind halt von Balduria. Also von den Leuten von der Stadt. Ne? Wenn die alle ihr Geld verlieren, dann ist die ganze Stadt am Arsch. Dann bin ich wahrscheinlich der reichste Mann in dieser Stadt. Abgesehen von der Person, die es gestohlen hat. Okay. Ja, ihr wurdet ausgeraubt. Ich will mal schnell mit dem Typen noch reden, mit dem Banker. If you don't mind, sir, I do believe you have your pass, and I have other customers. The vaults are just downstairs. Ja, Moment. Achso, das war's schon. Okay. Wir könnten auch hier noch hoch. Was ist denn hier oben? So, wenn wir in die Kanalisation müssen. Das machen wir gleich. Teleportieren wir uns tatsächlich. Okay, da darf ich nicht hin. Kanalisation, let's go. Kann ich gucken, wo in der Kanalisation das denn sein soll? Wir sind in die Kanalisation. Der Sternfürst muss hier irgendwo sein. Wir sind in der Kanalisation. Okay, das muss zurück. Stimmt, schon viel besser, wenn Gortash oder Orin weiter die reichste Person in der Stadt ist. Nein, darum geht's ja, dass wir das nicht zulassen. Okay. Ich bin hier noch nicht durch und dann hatten wir hier auch noch eine Möglichkeit, ne? Das heißt, wir müssten hier unten durch diese Gebiete noch durchflitzen, um herauszufinden, wo wir
Genau. Vielleicht kann ich die Schädelratte fragen. Can't give up now. Vielleicht weiß die Ratte ja mehr. Hier stimmt was nicht. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir hier durch müssen. Kann das sein? Nah, don't know how to swim. Must have been some other oozing, stinking lump floating down. Wir hatten unten ja auch schon Baal-Kultisten getötet, nicht wahr? Also hier ist ein Ausgang. Hier ist die Taverne, die unterirdische. Dann gibt es hier noch ein Ding. Das ist aber, glaube ich, zu nah. Dann gibt es hier noch was. Ja, wir haben tatsächlich schon ein bisschen was erkundet davon, ne? Wir waren ja schon mal hier unten. Ohne Mission tatsächlich. Wir müssen in der nächsten Folge das erkunden. Also grundsätzlich würde ich sagen, wir gehen hier durch. Dass wir hier hinten irgendwie noch... Also ich gehe davon aus, dass man hier weiter kann. Ich glaube, das ist einfach eine Leiter, wo wir dann zum Palast des Fürsten kommen, der Vampire. Zumindest steht das hier. Cazadores Palast. Da müssen wir aber eh auch noch hin. Aber das in der nächsten Folge. Wenn ihr so mal Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich schaue mich drauf. Bis dann.